Hey ho! Aktuell ist es Sonntag. Ich habe endlich mal wieder ein bisschen Zeit und ich bin ungeschminkt, wie man erkennen kann an meiner Beulenpest. Bedeutet, es gibt ein Get Ready With Me, aber ich werde es wahrscheinlich ein All-in-One Get Ready With Me nennen, denn ich werde euch ein paar neue Dinge zeigen, die ich auch ausprobieren möchte und die My Little Box steht noch an. Also ich würde sagen, wir haben. Hallo Katze. Da darfst du hin. Schmatzi. Ja? Genau. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich hoffe, dass es mit diesem Licht hier geht. Also, es wurde gesagt, heute soll der schönste Tag der Woche werden. Wenn das der schönste Tag der Woche ist, na dann Prost Mahlzeit. Wir freuen uns auf das, was da noch kommen möge. Ich starte mit dem Primer. Mein Essence-Primer ist leer gegangen. Und den will ich jetzt noch ein bisschen testen und dabei kraule ich ein bisschen die Katze. Ah, und wo wir gerade bei Katze sind, Haare weg. Ja, ich habe jetzt einfach mal Bock, ein wieder etwas längeres Video zu machen, wo ich auch einfach mal ein bisschen erzählen kann und ja, was so los war. Also die letzte Woche war, ich benutze mal. Und arbeite das noch ein bisschen ein. Also ich war keinen Tag wirklich zu Hause. Mein Freund und meine Katze hatten hier die Woche nicht viel von mir. Das Späteste, als ich mal heimkam, war 10:30. Und ganz toll war das die Woche. Ganz toll. So. Viel los, nicht? Eine Sache, die ich neu austesten will. Ich habe mir ein neues Make-up gekauft. Und zwar die Fit Me Luminous and Smooth, strahlend und ebenmäßig, Normal to Dry, normale bis trockene Haut in der Farbe 110. Aus dem einfachen Grund, meine andere Fit Me, die Matte and Poreless, ist leer. Und dann habe ich die mal benutzt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon immer so war und ich das einfach nicht gemerkt habe, ich Trottel. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich die benutzt und die habe ich auch schon öfter benutzt. So ist es ja nett, ne? Und hatte die drauf und war dann unterwegs und war dann bei meinen Eltern, guckte in den Spiegel und denke, Orange. Orange. Bist du den ganzen Tag so rumgelaufen? Die ist oxidiert. Und zwar nicht zu knapp. Und dann habe ich gedacht, hat die das, und dann mein erster Gedanke, hat die das jetzt schon immer gemacht und du bist dann so durch die Gegend gelaufen, hast es einfach nicht gesteckt. Das war schon, macht die das bei euch auch oder? Ja, auf jeden Fall will ich jetzt deswegen habe ich mir mal eine neue gekauft. Und die will ich jetzt mal, ich nehme erstmal so zwei Pumpstöße. Und ich war auch ungeschminkt, als ich da im Laden war und habe die getestet. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die extra mal ein bisschen heller genommen, weil ich denke mir immer, abdunkeln ist einfacher als aufhellen. Schauen wir mal, wie die so ist, nicht? Ja. Es gibt auch wieder was Neues in Sachen Darmaktivitäten, wie ich das jetzt einfach mal nenne. Der Pilz ist weg. Ich habe ihn besiegt. Die Entzündungswerte, ich brauche da noch mal ein bisschen was. Ist ja, so ein Make-up-Schwämmchen schluckt ja einiges. Die Entzündungswerte sind auch schon drastisch runtergegangen. Sie sind noch erhöht. Aber Entzündungswerte sind im Normalbereich bei bis 2500 Einheiten. Keine Ahnung, was da die Einheiten ist, wie das da gezählt wird oder wie auch immer. Als der Darmpilz noch da war, hatte ich Entzündungswerte im Darm von 7500. Und jetzt habe ich nur noch 3600 Einheiten. Also ist noch erhöht, aber drastisch runtergegangen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Wie gesagt, der Pilz ist weg. Das heißt,
ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mal ein Stück Schokolade esse. Oder was auch immer. Das ist schon mal auch wieder sehr, sehr nice. Ich werde es jetzt trotzdem nicht übertreiben, weil, wie gesagt, mir hat ja auch so im Allgemeinen diese Umstellung oder diese Diät gut getan. Von daher, ja, und wir befinden uns jetzt, also haben jetzt die Medikation so ein bisschen angepasst, denn wir befinden uns jetzt in der Darmsanierung, im Aufbau und in der Entgiftung. Genau, das ist so momentan der aktuelle Stand. Mein Zinkhaushalt wird jetzt auch wieder aufgefüllt. Und dann noch so andere Mittelchen gegen das hier, um die Haut ein bisschen zu unterstützen in Sachen. Das ist ja auch eine Form von Entgiftung, die mein Körper da momentan macht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist. Ich habe die Tabletten jetzt seit Freitag. Und diese Dinger, die sieht man jetzt punktuell. Ja? Vor Freitag war dieser ganze Bereich einfach nur angeschwollen. Bei jedem Teil genauso. Jetzt sieht man sie nur noch punktuell. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, sie ist luminous. Von der Farbe her passt die gut, wenn sie nicht oxidiert. Das werden wir ja sehen. Deckkraft ist halt. Das ist jetzt keine stark deckende Foundation, aber das ist ja sowieso das, was ich nicht so mag. Das Einzige, wo ich jetzt gucken muss, wie die so, ich sag mal, nachölt im Laufe des Tages. Setten werde ich die jetzt mit dem Fit Me Set and Smooth, Normal to Dry, auch Normal to Dry. Ich hab's auch. Nein. Schauen wir mal. Auch ein kleiner Spoiler, das bedeutet, dass mein anderes Puder auch leer ist. Dann nehme ich jetzt diesen Buffing Brush und tupfe das mal hier so ein bisschen in meine Haut. Und dann gucken wir mal, wie luminös das dann noch ist, weil so ganz luminös brauche ich das nicht. Ich bin so ein bisschen, muss ich sagen, aus der Übung dieses regelmäßige Film. Ich vermisse das schon. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wer mich auf Instagram verfolgt, ich mache ja da auch dieses 30 Tage mit Kosmetik-Maus-Challenge-Ding damit. Und ich bin da jetzt nicht so der Regelmäßige. Ich vercheck das manchmal, was aber auch einfach daran liegt. Weil ich mir einfach denke, wenn ich wirklich, was weiß ich, um 9:30 oder um 8:30 oder wann auch immer ich hier diese Woche immer heimkam, zu Hause bin, zum einen für die Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, als Lehrer kommt man nicht nach Hause und hat dann Feierabend. Das heißt, ich musste ja dann zu Hause noch weiterarbeiten. Und zum anderen die Zeit, die ich dann noch hatte, wollte ich einfach ganz gerne mit meinem Freund und meiner Katze verbringen. Und ja, dann ist das auch einfach vergessen gegangen. Also erster Eindruck von der Foundation bisher gut. Bisher gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja. Schauen wir mal. So. Ich habe heute auch mal wieder Bock, ein bisschen zu konturieren. Dann nehme ich jetzt dieses, jenes, welches, das Prime and Fine, und ich suche meinen Pinsel. War doch schon wieder die Katze hier. Ansonsten würde jetzt die Kette hier nicht in meinem Pinselköcher liegen, sondern da oben noch dranhängen. Kerze. Ich habe heute mal Bock auf das volle Programm. Auch wenn ich ja generell einer von denjenigen bin, die eher leichter konturieren, sagte sie und hat dann Fleck. Yay! Seht ihr das? Bin da noch nicht so der Pro, weil im Alltäglichen, ich kann ja irgendwann mal ein Get Ready With Me machen, so wie ich das
morgens mache, wenn ich in die Schule fahre. Falls euch das interessiert. Heute habe ich es aber. Weil das ist eine sehr abgespeckte Version von dem, was ich jetzt wochenends dann mache. Ach, das ist ein Schatten von. Was steht jetzt hier für Flecken auf dem Tisch? Ja, also ich bin, wie man vielleicht merkt, ich bin da jetzt nicht mehr so der Pro hier im Film. Als Bronzer benutze ich mal den Catrice Cosmetics Bronzer aus der Denim Divine LE. Soll ich noch großartig sagen? Es ist halt, wie es ist. Und so wie die Aussichten momentan sind, wird das auch bis zu den Ferien erstmal so bleiben und in den Ferien auch wahrscheinlich weitergehen. Dieses ganze Gedöns hier momentan. Aber bisher, muss ich sagen, halte ich mich ganz gut. Also dieser ganze Entgiftungskram und Pille absetzen, das hat bei mir einiges verändert. Denn ich kann mich gut daran erinnern, wäre mir das früher so ergangen wie jetzt, wäre ich spätestens nach 2, 3 Tagen wahnsinnig geworden. Aber bisher halte ich mich ganz gut. Bei diesem Get Ready With Me will ich ausprobieren. Ob das im Endeffekt gut aussieht, das steht auf einem anderen Stern. Aber ich will probieren, probieren, probieren. Ich benutze jetzt mein neues Blush von Train It Up in der 055. Mit. Ob ich mich damit nicht in die Nässe setze? Tippst du da mal ein bisschen rein? Es geht aber. Ich tippse da jetzt auch vorsichtig rein. Ich will mich nicht aussehen wie ein Clown. Ist eine schöne Farbe, wie ich finde. Also das Licht, es tut mir sehr leid. Das Licht, ich, wie gesagt, ich, ja. Der schönste Tag der Woche. Ich kann nur so viel sagen. Hinter uns ist ja ganz viel, also wenn man da aus dem Fenster rausguckt, ist ja ganz viel. Man kann ja elendweit gucken. Heute nicht mehr, denn irgendwann ist da so eine Nebelwand. Da hört die Welt auf, Freunde. Highlight habe ich mir keinen zurechtgelegt. Aber das macht ja nichts. Ich habe heute mal Bock auf den hier. Auf den Benefit Dandelion oder Dandelion Twinkle. Schubidu. Ich benutze diesen aus dieser Evelyn LE. Wenn es das Wetter nicht kann, tue ich ein bisschen Glow. Der hätte ja auch, wenn ich jetzt neue Sachen ausprobiere, den vom P2, aber der ist so peachig. Ich glaube, das hätte nicht gepasst. Das hätte nicht gepasst. Der sieht doch sehr süß aus. Ne? So. Ich hatte gerade was in meinem Kopf. Achso. Was ich in letzter Zeit auch mache, das habe ich nämlich mal was heißt gefunden, ja. Ich hatte das noch in meiner Schublade. Und da ich den ein bisschen umgeräumt habe, habe ich den gefunden. Das ist aus der The Golden Twenties von Rival de Loop, der Lip Primer. Und den benutze ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich jeden Morgen. Wahnsinn. I'm very proud. So. Nun haben wir das Gesicht fertig. Und was ich da auch ganz gerne in letzter Zeit mache, das erstmal mit dem Fix Plus von MAC, mein BB Fix Plus, mal kurz einsprühen. Dass sich das so ein bisschen verschmilzt, wie alle das behaupten oder sagen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. In der Zeit, wo das noch ein bisschen trocknet, ein Schlückchen. Not interested. Da habe ich jetzt einfach Wasser mit Zitronensaft. Das trinke ich in letzter Zeit voll gerne. Kann ich euch ja noch ein paar Sachen zeigen zwischendurch? Einmal geholt von Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser All-in-One Waterproof im Maxi-Format 400 Milliliter. Ich war beim Rossmann und da hatten die meinen Make-up-Entferner, den ich ja momentan, den ich auch schon mal gezeigt habe, im Angebot. Und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, was natürlich sein kann, weil der war auch im Angebot
Und im Endeffekt war der dann aber günstiger. Weil der 400 Milliliter hat und der andere nur 100. Der hat, glaube ich, 2,99 gekostet und der von Rival de Loup 99 Cent. Deswegen habe ich den mitgenommen. Den hatte ich auch schon mal vor Zeiten und den fand ich auch gut und deswegen, ja. Was Rossmann auch im Angebot hatte, diese Mikrofaserreinigungstücher, Clean and Care. Und die nehme ich mir dann immer mal wieder mit, weil irgendwann kriegt man die nicht mehr richtig sauber, vor allem weil ich damit auch teilweise, Entschuldigung, Masken abnehme. Und das geht dann irgendwie nicht mehr so richtig raus und dann hole ich mir immer mal neue. Ja, also die habe ich mitgenommen und wir hatten so ein Coupon von DM zugeschickt bekommen, eigentlich für ein Spülmittel. Und ich war dann, ich habe mir das eben ins Ohr gesprüht, ja. Ist gerade ein bisschen eklig. Ich war dann da und die hatten aber, also das war komplett ausverkauft und die haben auch gesagt, sie wissen nicht, wann sie es wieder reinkriegen. Und sie hat aber gefragt, ob ich dafür eine Handseife haben will und dann habe ich die dann gratis bekommen. Cremeseife Sensitive von Balea. Und zwei andere Sachen, die ich mir noch gekauft habe. Zwei Badekristalle oder wie man das auch mal nennen möchte. Einmal von Kneipp, Warm-up mit dem süßen Elch. Sternanis und Marone, die Vorfreude für die Badewanne. Da gab es jetzt, also da gibt es bei Kneipp gibt es keine Duftproben, aber ich finde den Elch so süß. Verpackung besser. Und hier gab es eine Duftprobe. Ich hatte ja schon mal ein Duschzeug mit pinkem Pfeffer, das war ja nicht so meins. Und das hier ist jetzt von Dresden Essenz, Schokolade und rosa Pfeffer. Da konnte man dann riechen. Und das riecht einfach nur nach Schokolade. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich. Wenn ich heute Abend Zeit finde, dann. Well. Und weil es bald leer ist, mein Rexona Deo Maximum Protection Clean Scent. Das Blaue. Und weil ich mal testen wollte, von Essence Strong and Clean Nail Polish Remover Extra Power Instant Removal of Glitter and Effects. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ob der den Glitzernagler von Essence richtig abkriegt. Also momentan meine Fingernägel, da reden wir auch nicht drüber. Ja? Die sind Katastrophe, aber gut. Auch dieses werden wir überwinden. Genau, und dann noch eine Sache, die ich jetzt nicht austeste, weil ich mir das einfach mal, ich wollte das mal probieren später. Vom Balea Winter Protect Shampoo und Winter Protect Haarbalsam. Pflegeformel mit Phytokerain und Shea Butter. Wintergestresstes Haar, trockene Kopfhaut ohne Silikone. Bleiben wir mal dran. Schnupidupin. Das riecht sogar ganz gut. Njam, 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 njam. Ja, also das bin ich gespannt. Also das kommt jetzt noch, also ich meine, es ist jetzt auch nicht mehr das schönste Wetter und auch nicht mehr allzu warm draußen immer. Aber das kommt noch weg, bis hier so wirklich kalt ist. So, weiter geht's jetzt. Ach nee, Lidschattenprimer. Ich bin raus. Ich hoffe, das stört mich nicht, dass das hier so ein bisschen. Was ist denn hier los? Seht ihr das? Ich habe übrigens immer noch keine Kontaktlinsen. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise ich, weil, also ich sag mal so, ja, mein Optiker hat ja beim letzten Mal gesagt, ja, die Lieferfirma da kommt irgendwie nicht hinterher. Das ist ja eine Sache, ja. Aber man bekommt ihn einfach nicht ans Telefon, auf E-Mails und was auch immer, reagiert er nicht. Weil, also er ist alleine in seinem Laden und ja, auf jeden Fall, dass dann halt auch nicht zwischendurch wenigstens, weil er hat ja gesagt, wenn sie da sind, schicke ich den SMS. Das heißt, er könnte ja theoretisch mir auch einfach mal eine SMS schicken mit einem Zwischenstand, woran es hängt. Denn ich warte jetzt,
knapp 8 Wochen auf meine Kontaktlinsen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, ich werde mir jetzt einen Termin bei Firma machen. Fertig. Denn eine Kollegin von mir bekommt ihre Kontaktlinsen von Firma und die bekommt die sozusagen im Abo. Halbjahresabo. Jedes halbe Jahr bekommt sie automatisch ihre Kontaktlinsen und ihre Pflegeflüssigkeit zugeschickt. Und wenn sie das nicht, da ist immer so ein Zettel drin, für den Fall, dass sie das nicht mehr möchte, dann kann sie es ankreuzen, dann kriegt sie sie nicht mehr geschickt. Und kann die auch wieder zurückschicken. Und das werde ich jetzt machen. Mich die Schnauze voll. So. Wobei sich meine Augen mittlerweile auch wieder daran gewöhnt haben, nicht richtig weit zu gucken, außer beim Schminken. Beim Autofahren kriege ich das mittlerweile wieder hin. Obwohl ich da immer Brille trage. Aber wenn ich mal keinen Bock habe, dann. Ja, bla. Ja. Also. Heißt das, wenn ich dieses Auge schminke, werde ich wieder ein bisschen weiter vorrücken. Ich benutze heute das hier. Ich will das mal. Ich will das eigentlich mal leer machen. Pinsel. Es steht hier dieser Mörder-Humpen direkt vor meinem Pinselteil. Das habe ich auch gut gelöst. Ne? Und hier passiert. Wobei ich dann sagen, also wenn ich das obere aufgebraucht, ich benutze ja nur das obere. Ich weiß nicht, was ich mit dem unteren machen soll. Die Potten unter als Lidschatten? Weil also dieses monströse Verpackungsetwas möchte ich mir dann wegen diesem einen Moped da nicht. Ja, wahrscheinlich werde ich das dann machen. Die Potten und dann irgendwo eine Palette klatschen. Ich war auch letztens, als ich im DM war, falls irgendjemand von der Firma Luvus dieses Video sehen sollte, wollt ihr mich verarschen? Ich war im DM auf der Suche nach meiner Lieblingsmaske, ne? Die Luvus Repair Maske. Habt ihr die aus dem Sortiment genommen, ohne mich zu fragen? Ich habe die nirgendwo mehr gefunden. Ich war in 2 Rossmännern-Mans-Mobeds, in 2 DMs. Ich finde die nicht mehr. Hallo? Falls ihr die noch irgendwo findet, ihr, bitte Bescheid sagen. Ich habe nur noch 3 Anwendungen. Das geht nicht. Und ich habe die bei Instagram als meine Lieblingsmaske deklariert, ja, und habe gesagt, ja, die gibt es bei uns in DM. Und 2 Tage später war ich mit M und dachte mir, was soll das? Könnt ihr nicht bringen. Ja, ganz toll. Stattdessen ist jetzt, gibt es jetzt eine Detox-Maske. Was will ich denn damit? Vor lauter Frust habe ich nochmal 3 Kokosmasken gekauft. So. Ich fand deprimierend. Und, also, falls jemand von Luvus das schauen sollte und falls jemand von Softlan das gucken sollte, ich war in diesem Pups-Edeka, ja, wo es meine Lieblingsbeispiele gibt. Es gibt nur noch die 2 anderen aus diesem Ding. Das mit Himbeere und das mit diesem Blütenduft. Mein Kokosduft war da auch nicht mehr. Und sonst habe ich den nirgendwo gefunden. In unserem riesen Edeka nicht, im Rossmann nicht, im DM nicht. Ich hoffe einfach, dass der in dem Tag einfach nur leer war. Warum nehmen die alles raus, was mir gefällt? Also ich habe ja sonst nicht wirklich, also ich habe ja nicht so, keine Ahnung, eine Lieblingsfoundation, die ich immer wieder nachkaufe oder was weiß ich, ein Lieblingsduschgel, was ich immer wieder nachkaufe oder sonst irgendwas, ja? Ich habe lediglich diese Maske und meinen Weichspüler. Und selbst das wird mir nicht gegönnt. Wird mir nicht gegönnt. Nee, kann wohl nicht sein. First World Problems, ne? First World Problems. Ich möchte heute diese Bloggers Lovies bei Design Dschungel Palette benutzen. Da aber ja, man sieht es,
paar Farben fehlen, kombiniere ich das heute einfach mal, das hat mich heute angelacht, mit meinem Essence Quattro in Over the Taupe. Dann nehme ich erstmal den hellsten Ton und setze damit mein Augenlid. Schon mal der einfachste Schritt, das kann ich. Ich weiß auch gar nicht, ob das so zusammenpasst, dieses Taupe mit dem Rot, aber hey, pff. We will see, we will see. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen näher ranrücken. Und dann kommen wir zu... noch nicht. Noch etwas, was ich gekauft habe. Das ist der einzige. Gab es ja jetzt bei DM, also ich gehe mal davon aus, dass es das gab, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die schnell weg waren. Von La Haye Unicorn Make-Up Pinsel habe ich mir nur den Eyeshadow Pinsel mitgenommen. Eyeshadow Brush. Den werde ich jetzt benutzen. Tschüssikowski, die Farbe brauche ich nicht. Und die sind sehr leicht, muss ich sagen. Also ich habe mir die schwere vorgestellt, aber das ist, der ist leichter als der hier. Nee, in etwa gleich schwer. Gut, oben halt ein bisschen, aber ich hatte mir die ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja, pink-lila, bunt. Ich nehme jetzt den Taupe-Ton. Da dürfte auch keine mehr so viel drin sein. Nämlich schon ordentlich coole. Und gebt den mal so als Transition. Oh, ist der weich. Als Transition Color so ein bisschen. Hier so. Wisst ihr Bescheid. Gar nicht, was ich noch so erzählen soll. Heute ist Sonntag, geht wählen. Ich lade das heute noch hoch, aber wahrscheinlich zu spät. Ich hoffe, ihr seid wählen gegangen. So. So. Gehen wir mal an diese Palette. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen matten lila Ton. Das ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hier war ein Eyeshadow und das hier waren zwei Lippenpuder. Also ist das eigentlich ein Lippenpuder. Schauen wir mal. Tupf mir das mal so hier hinten ein bisschen hin und dann... Wir werden sehen, was bei rauskommt, würde ich sagen. Probieren geht über Studieren, nicht? Könnte mir das theoretisch, dass man das... Ich habe ja schon so ein bisschen Schlupflider oder sowas. Ich kenne mich damit nicht aus, aber manchmal habe ich echt das Gefühl. Also bisher sieht es aus, als hätte ich ein paar aufs Maul gekriegt. Aber hey. Ist ja Sonntag und ich habe schon gewählt. Briefwahl. Was gibt's sonst Neues? Arbeit, Arbeit, Arbeit gibt's bei mir momentan. Sieht bisher, ich habe halt ein paar aufs Maul gekriegt. Wovon ich übrigens begeistert bin, ist hier dieses Used-Up-Moped Make-up Pinsel Reiniger. Das kann man mal machen. Das ist die Farbe von dem Pinsel. Du kriegst gar nicht mehr raus. Steht da ein Einhorn. So, dann möchte ich einen anderen Pinsel. Und ich gehe jetzt einfach mal in dieses schimmrige Lila. Mal gucken. Erstmal trocken probieren, ne? Ich sehe keinen Unterschied.
Ja, es ist halt dunkel, ne? Ich spritze das mal an. Ich habe hier nämlich noch gefunden, werde ich nie als das verwenden, als dass es deklariert ist. Beautycore Primer Spray von Rival de Loop. Ich benutze das zum Pinseln feuchten. Dann probieren wir das mal nass. Ob da irgendwie mehr bei rumkommt. Seht ihr den Fallout? Der hat sich da jetzt hingesetzt, gell? Das hatte ich ja auch noch nie. Oder meine ich das jetzt nur? Nee, der hat sich. Seht ihr das? Das machen wir gleich. Erstmal hier das. Ist halt dunkel. Einziger Vorteil, mit dem angefeuchteten Pinsel dürfte ich keinen Fallout bekommen. In der Theorie. Machen wir heute mal ein dunkles Augen-Make-up. Fast passt vielleicht zu meinem Rock'n'Roll-T-Shirt. Ja, ich habe das Rolling Stones-T-Shirt an mit hier diesem Mesh-Einsatz im Ausschnitt. Jetzt sind wir heute mal im Rock'n'Roll. Was war das denn jetzt hier? Was hängt denn jetzt hier dran? Haare. Ah, hier auch. Wir tun das mal so ein bisschen hier oben verblenden. Ich gehe jetzt mal wieder in diesen. Das mit dem Fallout ist ganz schön krass hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen hatte ich das noch nie, dass dieser Fallout sich da nicht mehr bewegen ließ. Also ich konnte sonst immer bei allen anderen Paletten, konnte ich den immer ganz easy peasy wegfegen. Aber irgendwie hierbei. Bisschen aus. Das glaubt mir kein Mensch. Bisschen blenden noch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich bin auch, wie gesagt, kein Make-up-Profi. Ich. Schauen wir mal, was das hier so gibt. Gott sei Dank ist Sonntag. Ja. Ich versuche das gleich mal ein bisschen mit Make-up noch wegzumachen. Diese Scheiße hier. Das ist ja mal nix hier. Ich sehe aus. Schon lange nicht mehr so dunkel geschminkt. Das ist doch auch noch. Lässt sich nicht wegfegen. Das hatte ich noch nie. Das machen wir am besten ganz zum. Ach nee, das müssten wir ja jetzt machen, wenn ich noch was am unteren Wimpernkranz machen möchte. Habe ich schon das Make-up jetzt hingestellt. Hier. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich bin kein Make-up-Profi. Ich habe keine Ahnung, was man in solchen Notfällen sonst tun sollte, wenn sich das gar nicht weg. Ich habe keinen Bock, mich jetzt nochmal komplett neu zu schminken. Ich glaube, ich spinne. Ich filme jetzt hier schon 34 Minuten. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Das muss jetzt weggehen. Oder hatte ich die Schatten schon vorher und sie sind mir jetzt erst extrem aufgefallen? Das lässt sich sogar gut auftragen. Ich meine, ich habe da ja schon gepudert und so einen Spaß, ne? Da zum Setten nehme ich aber jetzt tatsächlich mal das Matt, weil ich da jetzt nicht nochmal. Ach so, warte mal, wir hatten ja, wo ist er denn? Den hier. Da habe ich ja gesagt, den könnte man dafür gut benutzen. Huh, was ist denn hier passiert? Weil ich da jetzt nicht nochmal
deckendes Farbpuder draufklatschen möchte. Sondern das einfach nur nochmal setten möchte. Ja, sieht schon besser aus. Es ist ja Sonntag. Ach, es ist schon dunkel. Was ist das denn hier? Rezept für dich, Tschüssikowski. So, und weil ich jetzt total crazy bin, jetzt habe ich zwei Farben von drei benutzt, mache ich mir die dritte an unteren Wimpernkranz. Ich meine, jetzt ist es egal. Guckt euch das an. Ich bin knalldunkel. Da nehme ich jetzt mal hier den. Das war so ein Chibo-Pinsel, keine Ahnung. Soll ich den auch machen? Ich mache das jetzt lieber auch nass, sonst habe ich davon wieder Fallout unten. Ups. Wow. Von der anderen Seite, weil da will ich ja nur die Spitze. Diep, 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 diep. Schauen wir mal. Rot. Na, die Farbe erkennt man. Crazy Stöpsel. Yeah. In der Kamera sieht man das, aber das ist rot, Freunde. Das ist rot. Wo ich sagen muss, oben, ich meine, es hat schon einen lila Einschlag, was ich da oben fabriziert habe. Also, ne, da so. Aber das sieht eher so dreckig lila aus. Aber das hier unten ist rot. Also da brauchst du gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Wir werden das ein bisschen versmutschen. Smoochie, smoochie mit hier dem Moped. Wenn ich so ein bisschen irgendwie. So war das jetzt eigentlich nicht geplant für heute, das Augen-Make-up, aber hey! Ich hätte gern da noch ein bisschen was Helles. Jetzt bin ich echt am Überlegen, was ich da mache. Satin Touch Highlighter. In 010 Satin Shine. Ich hatte doch noch. Oh, warte mal. Ich habe mir aus der Rivaldi Loop. Nee. Feuer Beauty Pinsel LE den FYB Lidschattenpinsel FYB Lidschattenpinsel mitgenommen. Der sieht so aus. So ein kleiner Pönöpel. Steht noch Schutzfolie abziehen. Ach, der ganze Pinsel ist nochmal, hallo, in Schutzfolie eingepackt. Ja, das klappt ja. Oh, Freunde. Bis zur Hälfte habe ich es. Sowas liebe ich ja, ne? Jetzt. Das finde ich gut, ist da nichts. Den benutze ich jetzt mal. Mal gucken, ob das klappt. Bisschen, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu hell. Aber hey, YOLO. Hallo Geize. Nicht erschrecken. Ja, das bin immer noch ich. Na, was sagst du? Dunkel, wa? War nicht so geplant. Das ist Rock'n'Roll. Das war so nicht geplant. Als Mascara. Komm, jetzt haben wir da sowieso, dann müssen wir jetzt mal ordentlich was draufballern. Dann machen wir jetzt mal die Miss Molly. Miss Mabel.
Mega Volume Miss Baby Roll. Jetzt könnte ich natürlich meine Wimpern noch curlen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was wird denn da draußen gemotzt? Oh, ist Mittagessenszeit? Ich weiß überhaupt nicht, ob man meine Wimpern vor diesem dunklen Hintergrund jetzt überhaupt noch wahrnimmt. Wahrscheinlich hätte ich weiße Mascara nehmen sollen, dass man meine Wimpern sieht. Aber ich hab welche. Gib mir jetzt endlich das Futter. Na los. Doch, man sieht meine Wimpern. Wenn man sich ganz viel anstrengt. Sie unten. Doch. Also ich sag mal so, das Augen-Make-up lenkt von meinen Pönöpeln da ab, ne? Das auf jeden Fall. Wie, du hast doch Pickel im Gesicht. Ich sehe nur dunkel. Beim Wimperntuschen kann ich nicht reden. I'm sorry. Aber wenigstens das soll jetzt was werden. Gib mir nochmal kurz drüber. Ich liebe diese Mascara. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das hier die Mascara war vor der Paradise Ecstatic, aber ist ja auch mal egal. In letzter Zeit haut L'Oreal ganz gute Mascaren raus. Mascaren. So. Da sieht es ein bisschen intensiver aus, ne? War ja mal wieder klar. Ach nee. Versuchen wir mal so ein bisschen. So. Irgendwie gefällt es mir auch. Ich weiß nicht. Irgendwas hat es. So. Jetzt bin ich schon aufgeschmissen in Sachen Lippen. Ich stand mich jetzt auch noch einen draufknall. Also ich bin ja schon mal froh, dass der Blush jetzt nicht so dunkel geworden ist wie in dem. Wo ist er denn? Das liegt hier vor mir. Wie er hier drin aussieht, weil ansonsten Lippen. Ich nehme jetzt den. Und zwar wenigstens etwas, was ich sonst gerne habe. Das hatten die nur nicht in meinem DM und Rossmann, der hier so in der Nähe ist. Der Essence Long Lasting Lip Liner in der 07 Plum Cake. Der ist mir ja, war das in meinem letzten Aufgebrauch, wo ich den schon gezeigt habe, dass der mir leer gegangen ist. Und dann war ich hier im DM und im Rossmann und dann hatten die nur diese neuen, diese Anspitzwaren. Aber die nicht mehr. Und ich dachte, das kann ja nicht der Tausch gewesen sein. Also, ja, aber in dem anderen Rossmann, ha, habe ich ihn gefunden und habe ihn direkt mitgenommen. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Das war auf die ganze Lippe. Mein Lip Liner ausmalen dauert ein bisschen länger. Aber
Ach so. Wir sind halt heute ein bisschen dunkler unterwegs. Habe ich alles. Ja, was soll da auch noch hinpassen? Fixing Spray. Fusilis nach hinten. Und heute wedeln wir mal wieder ein bisschen. Komm. So, wollen wir wetten, ich habe wieder die Delle in den Haaren. Das ist mein Look. Kein Must-Have. Extrem viel Fallout, den ich, ihr habt es gesehen. Wenn ich mal Fallout habe, auch bei meiner Lorac-Palette, da hat man ja Fallout bekanntlicher, bekannt, wie bekannt ist. Den kann ich aber ganz einfach, auch bei den dunklen Lidschatten, kann ich den ganz einfach wegwischen, auch über Foundation. Der hier, der sitzt. Also das ist so ein bisschen, ja. Und der Unterschied zwischen diesem, was ja eigentlich ein Lippenpuder ist, also vielleicht liegt es auch einfach daran, ich meine, ja. Zwischen dem matten Lila-Ton und dem etwas helleren Lila-Ton mit Schimmer, das ist ja so ein lila, keine Ahnung, braun, Pflaume, wie auch immer. Und dem... Ich habe den nur ganz unten ein bisschen hingemacht, ne? Nur nicht, dass ihr denkt. Da ist aber noch Platz auf dem Lid. Ja, aber es ist schon dunkel genug. Ja. Also so im Endeffekt, ja, es ist mal was anderes. So dunkel trage ich nicht oft, kann ich euch versichern. Sieht jetzt nicht kacke aus oder so. Ja. Kann man jetzt mal lassen. Jetzt lasse ich das sowieso. Ist jetzt auch egal. So. Jetzt habe ich euch noch zwei Sachen zu zeigen. Und zwar eine Sache noch, die ich gekauft habe und die meine Little Box. Dann haben wir es geschafft. Es gibt wieder ungefähr eine Stunde. Die Sache, die ich noch gekauft habe, aus der Rival de Loop Fall in Love LE, ein Metal Matte Liquid Lip Gloss in der 02 Heartbeat. Und ich habe erst gedacht, Liquid Lip Gloss. Lipgloss. Und dann habe ich die aber mal geswatcht und mir hat die Farbe einfach so geil gefallen. Und dann habe ich mir den mitgenommen und der hält. Ich habe den probehalber über, also aufgetragen und wir waren dann essen und der war danach noch zu erkennen. Also ich habe den jetzt nicht so, also so krass aufgetragen wie hier, sondern so ganz leicht und dann, ja, aber der war danach immer noch drauf. Also der hält, das ist kein Liquid, das ist kein Lipgloss. Nicht, dass ihr denkt, das wäre ein Lipgloss. Ich lasse den auch mal trocknen und dann kann ich euch gleich mal drüber wuschi wuschien. Ne? Jetzt kommt die, meine Little Box. Die habe ich hier unten. Und ich muss das jetzt ein bisschen festhalten, denn das Unterteil fehlt, weil ich das benutzt habe, um meine Schublade neu zu organisieren. Und mir dann aufgefallen ist, du hast die meine Little Box noch gar nicht abgedreht. Ja. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig rumhalte. Ja. So sieht die My Little Box aus. Tokyo Travel, My Little Box und Shiseido. Und ich spoilere euch jetzt einfach mal ein bisschen. In etwa wird diese Box einen Warenwert haben von 100 Euro. Wenn jetzt sogar noch ein bisschen höher, so grob gerechnet. Ja. Aber richtig gut. Die hat mir wieder richtig gut gefallen. So, wir machen den Deckel ab. Machen wir erstmal hier erstmal wieder so eine Postkarte mit diesen drei Damen und hinten steht dann ein bisschen was drauf. Dann das erste ist das hier, Let's Go, ein Reisekulturbeutel. Den fand ich eigentlich ganz cool oder finde ich ganz cool. Zum einen hier diese Schlaufe, die kann man zum Schließen benutzen.
Und wenn man den dann so aufklappt, kann man die halt zum Hinhängen benutzen. Dann hat man hier oben ein blickdichtes Fach mit Reißverschluss, hier so zwei Täschchen, hier unten ein durchsichtiges Fach mit Reißverschluss. Dann kann man die halt wieder zuklappen und mit dem Häkchen hier schließen. Jetzt schicke ich hier nochmal meine Little Box und Shiseido. Finde ich ganz cool. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann war das hier drin. Das sind diese Haarbänder, die aber die meisten so einfach, ich nehme mal hier unten das Rosa, so um mit Handgelenk tragen als Armband. So. Auch ganz cool. Ist jetzt also vielleicht hier würde ich dieses Shiseido, wo Shiseido draufsteht, jetzt nicht unbedingt tragen, aber hier das mit dem Glitzer ist voll cool. Dann haben wir noch ein Babyblau und dieses Rosa. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Und dann kam tatsächlich schon das Shiseido-Täschchen. Und ich wusste schon immer, dass Shiseido eine teurere Marke ist, aber dass das so teuer ist, wie das auf diesem Zettel stand. Puh. Puh. Also, hier ist nochmal diese Karte, ne, von den Armbändern oder Haarbändern und diesem Kulturbeutel. Und was hier drin war, da konnte man eine Umfrage ausfüllen und an Shiseido schicken, dann kriegt man nochmal eine Probe oder sowas. Eine Probe von Perfect Cleansing Oil. 40 Milliliter. Das habe ich schon weggeschickt. Das sind die Zettel, da sage ich gleich dazu, was der Spaß kostet. Hier ist einmal drin Shiseido Full Lash Multidimension Mascara 2 Milliliter. Und ich habe die jetzt noch nicht aufgemacht, aber ihr könnt das hier sehen, die hat ungefähr auch so eine Eieruhrform und die ist vorne beweglich. Ja? Könnt ihr hier gut erkennen. Bin ich gespannt drauf. 2 Milliliter. Achtung. Diese Mascara kostet mit, also die hat 8 Milliliter. Ich kann euch ja mal zeigen, wie groß die ist. Meine Güte, ich stelle mich aber auch an. So groß ist die. Die Mascara mit 8 Milliliter kostet 30 Euro. Gut, also ich sag mal, je nachdem, wenn du die Better Than Sex kaufst oder so, bist du auch nicht mehr so weit davon entfernt. Ich weiß aber nicht, wie viel Milliliter die hat. Also ich will mich hier nicht festlegen. So, das war noch das Günstigere. Dann haben wir hier von Shiseido Extra Creamy Cleansing Foam. 50 Milliliter. Und 125 Milliliter hiervon kosten normalerweise 52 Euro. Jedem das Seine. Ich würde es für das Geld nicht kaufen. Aber das war noch das Günstige. Pass auf, pass auf, pass auf. Einen habe ich noch. Ne, zwei. Dann haben wir... Hier ist es auf dieser Seite. Ein... Ultimune Eye Power Infusing Eye Concentrate mit 3 Milliliter. Das ist so klein. Ja. 3 Milliliter. 15 Milliliter davon kosten normalerweise 68 Euro. Okay. Und dann ist noch drin ein Power Infusing Concentrate. Also nicht nur Ei, sondern so überall. Ja? 10 Milliliter. Das sieht so aus. Also ich meine, die Verpackung ist ja schon schnieke, ne? Schon schön gemacht. Möchte man hier das Doppelte haben, das sind 10 Milliliter, das Doppelte, zwei von diesen kleinen Fläschchen, kosten 86 Euro. Also allein hier habt ihr sozusagen dieses Teil, kostet 43 Euro und übersteigt damit meine Little Box schon fast um das Doppelte. Oder schon das Doppelte. 17 Euro kostet die, glaube ich. Dieses kleine Pupsi. Also ich werde das testen. Und weh, das kann kein Kaffee kochen. Also ich bin echt gespannt, was dieses Zeug mit meinem Gesicht macht. Das ist das... Ob es das überhaupt rechtfertigt. Ich weiß ja nicht, vielleicht benutzt ihr Shiseido-Sachen? Das ist für mich das erste Mal, ich bin total aufgeregt. Benutzt ihr Shiseido-Sachen? Wenn ja, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was das mit eurer Haut macht, dass das so teuer ist.
oder ob das gerechtfertigt ist. Ich weiß es ja nicht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall könnt ihr davon aber auch eine 50 ml Flasche kaufen. Und die kannst du dann 119 Euro. Jo. Also, ne? Das war's. Da ist auch diesmal kein My Little Beauty Ding drin, aber ich muss auch sagen, das hat schon einen guten Wert. Einen teuren Wert, muss ich sagen. Ich finde es super. Ich hatte letztens die Kiehl's Sachen, die werde ich mir noch zu Gemüte führen. Die habe ich noch nicht getestet, weil ich erstmal Schrankleichen aufbrauchen will. Da bin ich echt gespannt. Und jetzt habe ich auch noch Shiseido zum Testen. Finde ich richtig geil, muss ich sagen. Bin ich voll dabei. Also diese Box und wie gesagt, da war jetzt kein irgendwie, auch bei diesen, also diese Haarbänder hier, super. Die Reisekulturtasche, prima. Da ist nichts da, also gar nichts dabei, wo ich sage, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, jetzt kommt noch ein letzter Amts, eine an, letzte Amtshandlung. Das Teil ist jetzt getrocknet. Klar, es kommt was ab. Aber. Also Lipgloss ist das nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Also jedenfalls nicht so, wie man sich Lipgloss vorstellt. So schnatteri und klebri und blöde. Und ja. Genau. Das war mein Get Ready, All-in-One Get Ready with. Wow! Hat man das jetzt in der Kamera gesehen? Ja, meine Katze, also die Katze meint auch manchmal, sie wäre ein Flughörnchen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid wählen gegangen. Jede Stimme zählt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!